wir haben jetzt vom Verein der demokratischen Ärztinnen und Ärzte schon zwei Delegationsreisen vorher gemacht und wollten jetzt noch einmal sehen, wie sich das verändert hat. Wir waren vor 2 Jahren und vor einem Jahr da. Was wir jetzt wieder gesehen haben, ist, dass die Lage weiterhin so katastrophal ist oder noch katastrophaler geworden ist im Vergleich zu den Jahren vorher, wo wir schon in Athen und in Thessaloniki waren. Was haben Sie da konkret festgestellt? Naja, die Zahl der Menschen, die ohne Versicherungsschutz sind, ist weiterhin angestiegen. Etwa 3 Millionen Menschen sind ohne Versicherungsschutz in Griechenland, weil die Versicherten nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ihren Versicherungsschutz in der Krankenversicherung verlieren und dann nicht mehr behandelt werden, jedenfalls nicht mehr auf Kosten der Versicherung in den Krankenhäusern und bei den Ärzten behandelt werden. Die griechische Zivilgesellschaft hat das aber nicht einfach so hingenommen, sondern hat auch Strukturen der Selbsthilfe und Solidarität geschaffen. Und auch das haben Sie ja auf Ihrer Reise kennengelernt. Als Gegenwehr sozusagen gibt es eine sehr positive Entwicklung. Es gibt die sogenannten solidarischen Kliniken. Davon gibt es jetzt schon 10 in Athen und 40, glaube ich, oder 60 in ganz Griechenland, wo Kolleginnen und Kollegen und andere und Freiwillige sich zusammengetan haben und unentgeltlich die Patienten versorgen in diesen solidarischen Kliniken. Das geht inzwischen sogar so weit, dass die solidarischen Kliniken mit Verbandsmaterial und Spritzen, was sie selber nicht benötigen in ihren Kliniken, die kommunalen Krankenhäuser unterstützen, damit die wenigstens etwas Material zur Behandlung ihrer Patienten haben. Es sind ja 3 Millionen Menschen in Griechenland, die keine Krankenversicherung haben. Was hat das für Folgen für die griechische Bevölkerung, wenn so viele Menschen, ich stelle mir das mal hierzulande in Deutschland vor, wenn da jeder Dritte ohne Krankenversicherung wäre, was da los wäre bei uns? Ja, das ist eigentlich überraschend, wie locker, sage ich einmal, die Griechen das bisher noch nehmen. Also man hat von Panikstimmung nirgendwo den Eindruck, auch in den Kliniken, die wir besucht haben, war keine Panik, sondern es war eine angespannte Stimmung, sagen wir es einmal so. Also da gibt es Veröffentlichungen, die auch im Lancet erschienen sind, dass etliche Erkrankungen einfach zugenommen haben in den letzten Jahren, weil der Impfschutz zum Beispiel nachgelassen hat. Die Menschen werden nicht mehr geimpft oder die Kinder werden nicht mehr geimpft. Dass HIV zunehmend festgestellt wird, einfach weil es auch eine steigende Anzahl von Drogenkranken gibt, die sich dann eben mit HIV infizieren, weil es keine Spritzenaustauschprogramme gibt und ähnliches. Das heißt aber, wenn dieser Zustand so weitergeht oder erhalten bleibt, wird sich doch dann die gesundheitliche Lage der griechischen Bevölkerung weiter verschärfen. Das hat sie ja schon in den letzten 5 Jahren und das wird, wenn das alles so weiter ginge, würde das weiter sich so fortsetzen und eine humanitäre Katastrophe ist letztlich nicht mehr ausgeschlossen. Warum lässt es die sogenannte Troika so kalt eigentlich? Weil wenn man die Verhandlungen der letzten Tage oder die Auseinandersetzungen der letzten Tage zwischen der Troika auf der einen und der griechischen Regierung auf der anderen Seite betrachtet, will doch die Troika diesen Austeritätskurs oder Sparkurs, wie auch immer man den nennen will, fortsetzen. Man fordert von der griechischen Regierung, die Renten der Griechen noch weiter zu schmälern. Warum ist die Troika so unempfindlich auf die gesundheitliche Lage der Griechen? Zum einen müssten Sie sich selber fragen. Zum anderen ist das einfach dieses neoliberale Konzept, was im Moment durchgreift, dass heißt, dass die Entstaatlichung der Länder weiter fortgesetzt wird. Das heißt, der Staat soll sich aus allem Möglichen zurückziehen, insbesondere aus sozialen Bereichen wie Gesundheitswesen, Verkehrswesen, Renten. Und das ist so die allgemeine Politik. Die Vorgabe der damaligen Troika war zum Beispiel, dass das griechische Gesundheitswesen von 10% Anteil am Bruttosozialprodukt auf 6% reduziert wird. Ohne irgendwelche Hinweise darauf, warum gerade 6% und nicht 7% oder 5%, sondern es wurde einfach gesagt, 6% dürfte nur noch ausgeben für das Gesundheitswesen. Das ist eine der Vorgaben der Troika gewesen. Können Sie Tsipras verstehen, wenn er unbedingt auf einen Schuldenschnitt besteht? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt kein Finanzpolitiker, aber wenn ich mir anschaue, dass sie 300 Milliarden Euro Schulden haben, dann kann ich nicht verstehen, wie das jemals zurückgezahlt werden soll oder zurückbezahlt werden kann. Und von daher glaube ich, jeder, der ein bisschen rechnen kann und ein bisschen vernünftig denkt, weiß, dass die Griechen das in den nächsten 100 Jahren nicht zurückzahlen können. Und von daher ist es sicherlich vernünftig. Man macht einen Schuldenschnitt, dann weiß jeder, woran er ist. Dann kann die griechische Regierung auch mal wieder ein bisschen Luft holen und auch mal etwas wieder für ihre eigenen Leute tun.
Kann man hierzulande den Griechen und Griechen irgendwie helfen oder macht der Verein der demokratischen Ärztinnen und Ärzte zusammen mit einer griechischen Organisation irgendein Projekt, was man unterstützen könnte? Wir arbeiten also mit den solidarischen Kliniken zusammen, vor allem in Athen und Thessaloniki, wobei diese solidarischen Kliniken sehr darauf bedacht sind, nicht von außen beeinflusst zu werden. Also sie nehmen zum Beispiel keine Geldspenden an, weil sie sagen, da wird man abhängig von. Und wir müssen jetzt mal sehen, wir hatten vor einem Jahr ein Projekt, wo wir für ein Ultraschallgerät für die solidarische Klinik in Athen gesammelt haben. Und wir sind jetzt am Diskutieren, was wir jetzt weitermachen können und werden das dann eben auch in die Öffentlichkeit tragen, beziehungsweise in unsere ärztliche Öffentlichkeit tragen. Das heißt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht unterstützen wollen, sollen sie doch am besten auf die Seite ihrer Organisation gehen. Genau, wenn man auf die Seite Homepage vom VDE geht, da wird auch ein Bericht erscheinen. Die Protokolle des Besuches werden da auch veröffentlicht werden und da kann man dann auch nachfragen, wo man helfen kann und wie man da helfen kann.